Ihr wollt euch ein Sims 4-Pack kaufen, aber ihr wisst nicht genau welches. Von diesen drei rate ich komplett ab. Nummer 1, meine Hochzeitsgeschichten. Sehr wahrscheinlich hat jeder gedacht, das wird das Must-Have-Pack dieses Jahr. Und es ist einfach nur schrecklich geworden. Es ist immer noch verbuggt, obwohl es einmal gefixt wurde. Es funktioniert trotzdem nicht alles. Und es ist überflüssig. Holt es euch nicht, denn teilweise ist euer Spiel kaputter als davor. Nummer 2, Strangerville. Strangerville hat eine interessante Geschichte, aber wenn ihr die durchgespielt habt, gibt es sonst nichts mehr. Auch die Gameplay-Elemente oder die Objekte, die ihr dazu gewinnt, sind auch jetzt nicht so genial, dass sich ein Kauf aus meiner Sicht rechtfertigt. Und Nummer 3, und komischerweise sind das alles Gameplay-Packs, aber naja, Reise nach Batu. Es ist ganz nett, allerdings für einmal, maximal zweimal besuchen und dann nicht mehr. Ja, es hat ein paar nette Objekte im Kaufmenü, aber ein Kauf rechtfertigt das leider meiner Meinung nach nicht. Was sagt ihr? Von welchen Packs ratet ihr ab?